Ja, ich stelle euch die Kamera, das Samsung Chat 335, jetzt einfach mal hier in dem Multimedia-Video vor, weil es über die im Grunde nicht viel zu sagen gibt. Alleine der Umstand, dass sie nur 2 Megapixel hat, sagt schon vieles aus, aber vor allem, dass sie sich, wenn überhaupt, nur für Schnappschüsse eignet. So, dann wollen wir die Kamera einfach mal starten, die Tastensperre aufheben. So, und ihr gelangt eben über das Menü hier, wie ihr seht, zur Kamera. Ja, und den finde ich allerdings sehr gut aufgebaut, weil ihr zum Beispiel hier oben rechts seht, wie viele Fotos ihr noch schießen könnt. Und hier unter Optionen könnt ihr, findet ihr erstaunlich viele und auch viele praktische ja, Optionen. Zum Beispiel, ja, die Auflösung könnt ihr einstellen oder hier gibt es eben den Selbstauslöser und ihr merkt auch schon, wie gesagt, diese Bedienung mit dem Trackpad, da muss man sich auf jeden Fall erst dran gewöhnen, dass der wirklich so gut reagiert. Ja, Effekte könnt ihr auch einstellen. Ja, Nachtmodus gibt es sogar auch, hatte ich hier eben gesehen, genau da. Ist jetzt natürlich die Frage, ob sich so viel Aufwand für 2 Megapixel überhaupt rechnet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich schieße jetzt einfach mal ein Foto von unserer Figur hier. Ja, leider gibt es irgendwie kein Auslösergeräusch. Das finde ich ein bisschen schade, zumal die natürlich hier auch keinen Autofokus oder so hat. Aber nachdem ihr ein Foto aufgenommen habt, könnt ihr sie euch eben auch gleich anzeigen lassen. Hier nämlich unter Anzeigen. Und da seht ihr eben eine Liste von Bildern, ja, die ich aufgenommen habe. Und das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen schade, weil da sind eben nicht nur die Kamerabilder drauf, sondern hier eben auch so diese Beispielbilder. Das finde ich, könnte man in unterschiedlichen Ordnern noch regeln. Ist allerdings bei vielen Handys so. Ja, wie gesagt, also für Schnappschüsse eignet sich die Kamera, da reicht sie, aber auf dem PC angesehen reicht die Auflösung eben einfach absolut nicht aus. Und dasselbe gilt für Videos, das kann ich euch ja auch nochmal schnell zeigen. Ihr könnt, wenn ihr auf Optionen drückt, ist der erste Punkt, in dem ihr die verschiedenen Modi einstellen könnt. Und ihr geht da einfach auf Videokamera und dann seht ihr eben auch, da ist das Videokamera-Symbol. Aber ihr seht allein schon der Ausschnitt, da kann man ja im Grunde schon so nicht viel mit aufnehmen, weil man ja gar nichts sieht dadurch. Aber ich nehme trotzdem mal gerade ein paar Sekunden auf. So, stopp. Das ist jetzt also gespeichert und das kann ich mir eben auch hier durch Anzeigen die Videos noch extra anzeigen lassen und wir gucken jetzt einfach nur mal kurz rein. Ja, und ihr seht wahrscheinlich jetzt schon so, wird es durch die Kamera durch das Video wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, aber auch Videos sind denn eher so Schnappschüsse. Ja, ein weiteres Unterhaltungsfeature auf dem Samsung Chat ist eben auch hier der Musikplayer. Da gelangt ihr eben auch über das Menü wieder hin. Ja, und geht einfach auf Bibliothek und dann seht ihr, da gibt es eben auch schon eine Filterung, zum Beispiel nach Wiedergabelisten, Alben, Interpreten, Genres, eben auch so das Übliche, wie man das so kennt. Und das Samsung Chat unterstützt die gängigen Formate wie MP3 und WMA. Und ich gehe jetzt mal auf alle Titel und wir hören uns einfach mal ein Lied und den dazugehörigen Sound an.
Ja, das soll auch, ups, verdrückt, das soll auch schon reichen, so als ersten Eindruck. Und ihr seht hier, diese Player-Ansicht ist im Grunde auch die übliche mit Titel und hier eben der Balken, die Zeitleiste sozusagen. Und insgesamt finde ich, dass der Player ganz ja, solide ist, sowohl in der Bedienung als auch im Klang. Und deswegen macht er eben seiner Bestimmung als Einsteiger-Handy wird er auf jeden Fall gerecht.